Ja, hallo, ich bin die Elke und ich bin aus Jena und komme das erste Mal hier nach Dresden zum Skiweltcup als Volunteer. Also ich heiße Ute Gerstung, wohne in Dresden und bin berentet, bin zu Hause. Ich bin im Catering eingeteilt. Heute in erster Linie Kaffee kochen. Schmierbrötchen, Kaffee, Mittagessen. Alles, was zum Catering für die Helfer und für die Athleten dazugehört. Einfach wirklich der Spaß am Helfen ist es bei mir. Also ich bin da sehr enthusiastisch dabei. Und über eine Facebook-Gruppe Volunteers for Volunteers und da wurden eben noch Helfer gesucht hier für den Weltcup und habe ich gedacht, das ist eine schöne Idee. Ich war vorher ja schon dabei und habe es in der Straßenbahn im Fahrgastfernsehen gesehen. Mein Eindruck bis jetzt ist sehr positiv, tolle Leute, die man hier kennenlernt und eigentlich alle ja, sehr, sehr freundlich. Dass so viele Leute am Königsufer waren, das hat mich überrascht. Das habe ich eigentlich nicht erwartet. Und man lernt einfach wirklich viele Leute kennen. Man kommt auch hier an die Teams ganz gut ran. Die sind auch sehr aufgeschlossen, also an die Sportteams. Und so nah kommt man, glaube ich, Athleten und Trainern, Crew nie wieder, als wenn man jetzt hier hinter die Kulissen schaut.